Dass das Video jetzt wieder so früh rauskommt. Es ist halt zu spät eigentlich. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Meine Freundin war halt keine Ahnung wann da. Also von weiß ich nicht wann. Und ich habe generell heute Vormittag nicht so viel Zeit. Aber ich verspreche es euch, es wird mal ein Tagvideo geben. Aber ich weiß nicht, ob was morgen kommt denn soll. Aber egal. Es ist jetzt einfach mal egal. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute gibt es das, der zweite Teil von meinen Nikolaus-Geschenken. Was ich so noch zu benutzen Nikolaus bekommen habe, war heute das Paket gekommen ist, was ich bestellt oder was dann Müll bestellt hat. Und ja, ich würde einfach sagen, let's go mit dem Video. Zuallererst habe ich diese Reitersocken von Chaps bekommen, die in Größe bei mir 2 ist, also 38, 40, keine Ahnung, weil ich habe Größe 50. Läuft bei mir, aber das passt mir eben. Ja, und das ist halt so ein schwarz-grau-Look. Und das hat mir halt auch mega gut gefallen. Und ich freue mich, die am Montag anprobieren. Also mit denen zu reiten. Ja, ich reite ein kleineres Pferd. Keine Ahnung warum. Fragt euch nicht. Die auf, ja, weil wir wieder Pferdewechsel machen. Deshalb, naja, war das hier 5 Minuten. Aber ich bin besser geworden. Ja, wenn, also, ja. Das sind einmal die Bandagen. Das sind einmal meine Reitersocken, die ich bekommen habe noch. Ja. So, dann kommen wir zu den zweiten, was ich bekommen habe von Showmaster. Hufglocken. Ja, frag dich, warum ich Hufglocken haben wollte, weil ich finde es irgendwie cool. Und wer auch heute hat, kennt das ja, dass die halt nicht so richtig passen. Auch wenn man die in Kolb nimmt, passen die nicht. Eigentlich hat meine Mutter die in Kopf gekauft. Ich hatte ja eigentlich einen Full, aber Full ist ja kleiner als Kolb. Und das ist ja eigentlich schon Tinker, keine Ahnung, also Tinker, Kaltblut halt. Und ja, ich habe für euch einen Trick. Ihr macht halt einfach, oh mein Gott, ihr macht halt einfach, ja, ich glaube, ich habe schon so viele Haare. Nicht hier dran, wie man es eigentlich vom Pferd kennt, sondern einfach so dran. Und dann passen sie eigentlich am von den Beinen des Holzpferdes, wenn jemand auch von deinem Holz hält. .de an Holzseite hat oder ähnliche Holzseite hat, können die es auch ganz einfach so machen. Also halt so und dann hält das und Leute, es ist halt nur ein Holzset und deshalb braucht ihr es nicht mit dem Tarze zu machen. Aber ja, sonst hängt das so, also so ab und das ist halt ein bisschen plötzlich. Mache ich das immer so, weil das sieht dann ein bisschen gescheiter aus. Und ja, die sind ebenfalls vom Showmaster, wie man hier steht. Und von Kolb. Also in Größe Kolb. Dann kommen wir zu meinem Highlight des 6. Dezember. Obwohl wir heute den 12. Dezember haben, aber egal. Okay, ich schub's mal. Tada! Eine Trense. Wundert euch, warum ich eine Trense. Weil meine alte Trense schon also an den Seiten kaputt ist. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also hier geht's hier so langsam kaputt. Und
hier vorne an der Trense, also hier, nee, hä? Moment, was ist die Trense? Hier. Und hier ist das auch schon kaputt gegangen, dieses Ding da. Und ja. Und das meinte ich halt, dass es kaputt geht. Keine Ahnung, warum es nicht kaputt gegangen ist. Also, Leute, Holzertransfer nicht zu empfehlen. Auch wenn es von Lesdauer ist, aber ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Die hat bei mir gerade mal 8 oder 9 Monate so lang, also keine Ahnung wie lange gehalten, aber auf jeden Fall nicht so lange, ich glaube über 5 Monate, ich glaube so wie lange ich rette. Also wie lange ich in Angriffsbereich, also so lange wie ich im Reitverein reite, glaube ich, nee, ein bisschen früher. Ach egal jetzt, und was ich gerade gesagt habe, den Ort, ja, ihr wisst jetzt alle, wo ich reite. ja, ich kann euch nicht sagen, ich wohne in der Nähe von Fulda, aber weiß ich nicht. Ja. Flipper, ja. Das ist halt die kaputte Trense. Also, halt die jetzt kaputt gegangen ist und ich fand es halt einfach nicht mehr so schön. Und es ist die bei mir eine gebisslose Trense, weil die gebisslosen Trensen, die halt kosten halt so viel Geld. Aber naja, es ist ja auch ein echtes Pferd. Und das ist halt eigentlich für Holz. Deshalb nehme ich die als meine Trense. Keine Ahnung, als meine, weiß ich nicht, also meine gebisslose Trense. Jetzt fangen wir weiter mit meiner eigentlichen Trense. Die ist in Größe Pony. Ist das ja auch irgendwo? Nee. Doch, hier eigentlich. Ja, hier steht es Pony. Hier steht es Pony. Und die ist eigentlich auch mega. Gut, weil ich musste die schon da auf. Also von Lestau, die Trenzen sind halt, also wenn man so eine Trense kauft, eigentlich immer größer als jetzt die vom Krämer. Deshalb nehme ich eigentlich nur als vom Krämer, weil jetzt eigentlich mein Lieblingsshop ist. Und ich finde die eigentlich mega schön, weil bei denen ist es praktischer. Man hat, also das ist, war nicht dazu, das ist für meinen älteren, als meine alten Trense. Und das ist, wie gesagt, die gerade auf 9 Jahre alt sind. In Größe, nee, Leute, ist 11 Zentimeter, nee, 11,5 Zentimeter groß für Holzwerte und ich finde das eigentlich auch voll schön. Und dieser Stirnriemen, wo ich die Trense gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Ja, ich finde die Trense mega schön und man sieht das jetzt auch. Und, oh Leute, ich werde mir keinen anderen Stirn drin kaufen. Der ist noch so geil und der ist von Showmaster. Und von Showmaster ist eigentlich die auch mega gut. Dann einmal ein Sperrriemen, dann einmal Nasenriemen, wenn man es kennt. Und halt diesen schönen Stirnriemen. Und Leute, wer es nicht mit Pferden auskennt, so weiß es. Und was ich in dem Video cool finde, ist, dass auch so welche Teile dabei sind. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wofür diese Teile sind. Leute, ich kann mich gut aus. Aber ich weiß nicht, wofür diese Teile sind. Also, kann man jemand mal sagen, wofür diese Teile sind? Hier, ich glaube, für das Madrigal, was man hier so diese Ringchen dran macht. Ich glaube, ach, keine Ahnung. Es interessiert mich gerade auch nicht. Weil ich mir egal, ich finde, ich kann sie aufmachen. Dann habe ich nicht so viele Probleme mehr. Wenn ich mal Ausbinder sein mache, meine selbstgemachten. Und Leute, Größe Pony passt auf jeden Fall, wenn man ein Holzfett von deinholzfetti.de hat und erstens keine Hashtag-Anwerbung und ich weiß, mein Teppich sieht geil aus. Ja, wenn euch das jetzt Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch, da vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, wenn ihr noch nicht das gemacht habt, dann könnt ihr es machen, ich zwinge euch nicht, aber ja. Und mein Kanal ist kostenlos und bleibt kostenlos. Und ich will einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!